Ein Nebengewerbe ist eine hervorragende Möglichkeit, um sich nebenbei so ein paar Euro dazu zu verdienen. Und in der Regel ist man da deutlich flexibler, als wenn man sich irgendeinen Nebenjob sucht, in dem man angestellt ist. Aber es gibt so ein paar Dinge, die du wissen solltest und die du unbedingt beachten solltest, bevor du eine nebenberufliche Selbstständigkeit startest. In diesem Video schauen wir uns einmal 5 Dinge an, bei denen ich sagen würde, die solltest du auf jeden Fall wissen, bevor du überhaupt anfängst. Beim ersten Punkt geht es um deinen Arbeitgeber, und zwar um den Arbeitgeber von deinem Hauptjob. In den allermeisten Arbeitsverträgen ist nämlich eine von diesen beiden Regelungen aufgenommen. Und zwar erstens ist es dir entweder komplett untersagt, neben deinem Hauptjob irgendeine andere Art von Tätigkeit auszuführen. Oder zweitens, das ist ehrlicherweise ein bisschen häufiger, muss diese Nebentätigkeit schriftlich genehmigt werden von deinem Arbeitgeber. Und ich werde jetzt hier nicht den Moralapostel heraushängen lassen. Ich möchte dich nur ausdrücklich darauf hinweisen, dass eine ungenehmigte nebenberufliche Selbstständigkeit in vielen Fällen ein Kündigungsgrund ist. Das heißt, du musst unter Umständen entweder mit einer Abmahnung, wenn es dich gut erwischt, oder aber im schlimmsten Fall sogar mit einer fristlosen Kündigung rechnen. Deswegen ist mein dringender Appell an dich, wenn dir irgendetwas an diesem Hauptjob liegt, dann solltest du vorher einmal mit deinem Arbeitgeber sprechen und dir das Ganze schriftlich genehmigen lassen. Beim zweiten Punkt geht es um deine Versicherung, und zwar in erster Linie um deine Krankenversicherung. Der große Vorteil von einer nebenberuflichen Selbstständigkeit ist, dass du in vielen Fällen tatsächlich keine zusätzliche Krankenversicherung brauchst. Das heißt, du bist mitversichert durch deinen Hauptjob. Und das ist ehrlicherweise im Vergleich zu einer Vollzeitselbstständigkeit ein riesengroßer Vorteil, weil die Kosten für die Krankenversicherung sind neben den Kosten für die Steuern die größte Ausgabenposition bei ganz vielen Selbstständigen. Ich kann dir jetzt da keine allgemeingültigen Aussagen machen und du solltest das unbedingt einmal mit deiner Krankenversicherung abstimmen. Aber grundsätzlich ist es so, wenn du nebenberuflich selbstständig bist, dann solltest du nicht mehr als 20 Stunden in dieser Selbstständigkeit arbeiten. Wer das kontrolliert und wie das kontrolliert wird, kann ich dir nicht sagen und habe ich persönlich auch noch nie mitbekommen, dass es überhaupt irgendwann mal kontrolliert wird. Aber ich möchte hier zumindest hier einmal die Fakten schildern. Du darfst nicht mehr als 20 Stunden arbeiten und dein Einkommen, also dein Gewinn aus einer selbstständigen Tätigkeit, darf nicht zu deinem Haupteinkommen werden. Das heißt, da gibt es in der Höhe auch gewisse Grenzen. Allerdings kann ich dir das jetzt nicht so allgemein sagen, dafür müsste ich auch deine persönliche Situation kennen. Was ich dir aber sagen kann, ist tatsächlich, dass Krankenkassen da relativ kooperativ sind. Das heißt, deine Krankenkasse hilft dir tatsächlich auch, den richtigen Tarif zu finden. Die wird dir auch sagen können, in welchen Grenzen du dich selbstständig machen kannst, ohne dass du zusätzlich Krankenversicherung zahlen musst und so weiter. Das heißt, du kannst die Krankenversicherung überhaupt nicht in den gleichen Topf werfen wie das Finanzamt. Das Finanzamt ist wenig kooperativ und darf dir tatsächlich in vielen Bereichen auch keine Tipps und Hinweise geben. Bei der Krankenversicherung ist das anders. Deswegen würde ich dir dringend empfehlen, dass du unbedingt mit deiner Krankenversicherung sprichst, um vorher genau abzuklären, in welchen Grenzen du dich denn da bewegen musst, damit du nicht zusätzlich noch Krankenversicherung zahlen musst. Und beim dritten Punkt komme ich zum Finanzamt und da möchte ich gleich am Anfang erstmal mit einem Mythos aufräumen, den ich ständig überall hören kann. Das Finanzamt unterscheidet nämlich überhaupt gar nicht, ob du hauptberuflich oder nebenberuflich selbstständig bist. Für die Einkommensteuererklärung gibt es einfach 7 Einkommensarten. Und wenn du ein Angestelltenverhältnis hast, füllst du die Anlage N aus, N steht für nicht selbstständige Arbeit, und nebenbei noch die Anlage für deine Selbstständigkeit, also entweder Anlage S oder Anlage G und wahrscheinlich auch Anlage EÜR. Wir merken schon, es wird ein bisschen mehr Arbeit. Der wichtige Punkt ist allerdings, das Finanzamt interessiert es überhaupt gar nicht, wie viele Stunden du da reinsteckst und so weiter. Die interessieren sich am Ende nur dafür, dass du deinen Gewinn vernünftig versteuerst. Und deswegen gibt es sowas wie eine nebenberufliche Selbstständigkeit in der Einkommensteuererklärung überhaupt gar nicht. Es gibt eine Selbstständigkeit. Deswegen musst du das Ganze da gar nicht so kompliziert machen, sondern wenn du dich beim Finanzamt anmeldest, was du in der Regel mit dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung machst, ist das vollkommen egal, wie viel Zeit du denn da jetzt reinsteckst. Du giltst genauso als Selbstständiger wie ein hauptberuflich Selbstständiger auch. Und damit gelten übrigens auch nahezu alle Videos auf diesem Kanal für dich auch. Deswegen lohnt es sich unbedingt, diesen Kanal zu abonnieren, damit du in Zukunft weißt, worauf du bei der Buchhaltung und den Steuern in deiner Selbstständigkeit achten musst. Ich möchte hier jetzt
allerdings trotzdem noch auf einen wichtigen Punkt hinweisen. Und zwar gibt es 2 bzw. 3 Steuerarten, die du als Selbstständiger und damit auch als nebenberuflicher Selbstständiger zahlen musst. Einmal die Einkommensteuer. Das ist die gleiche Steuererklärung, die du auch als Angestellter gemacht hast. Das heißt, du machst jetzt nicht eine zweite Einkommensteuererklärung für eine selbstständige Tätigkeit. Du packst alle deine Einkunftsarten zusammen in eine Einkommensteuererklärung und hast dann halt entsprechend Angestelltenverhältnis und deine Selbstständigkeit. Du musst aber on top auch noch eine Umsatzsteuererklärung abgeben und gegebenenfalls auch eine Gewerbesteuererklärung. Es sei denn, du bist freiberuflich, dann machst du nur eine Einkommensteuererklärung und eine Umsatzsteuererklärung. Zu dem ganzen Thema Grundlagen der Steuern als Selbstständiger, da habe ich auch ein vertiefendes Video aufgenommen, das verlinke ich dir gerne oben rechts einmal. Der wichtige Punkt an dieser Stelle ist, all das, was ich da erzählt habe, gilt für dich als nebenberuflicher Selbstständiger jetzt auch. Der 4. Punkt ist eine Art Steuertipp und ehrlicherweise meiner Meinung nach auch der Grund, warum eine nebenberufliche Selbstständigkeit unglaublich viel Sinn ergibt, gerade für Gründer. Denn du kannst Verluste, die du in deiner Selbstständigkeit machst, mit den Einkommen verrechnen, was du in deinem Hauptjob hast. Und wenn du wenig Kapital zur Verfügung hast, keine Gründungsförderung in Anspruch nehmen kannst oder möchtest, dann ist tatsächlich eine nebenberufliche Gründung ja meiner Meinung nach fast das Beste, was du machen kannst. Gehen wir mal davon aus, du verdienst in deinem Hauptjob 60.000 Euro Bruttogehalt. Und in deiner Selbstständigkeit möchtest du am Anfang erstmal investieren, weil du Dinge gut machen möchtest. Du möchtest dich nicht versklaven für irgendwelche Kunden, nur damit irgendwie Geld reinkommt, sondern du möchtest das von vornherein gut aufstellen und du möchtest den Dingen auch Zeit geben. Das kann eine sehr, sehr sinnvolle Entscheidung sein, führt aber auch häufig dazu, dass du in dem ersten Jahr, zweiten Jahr vielleicht erstmal Verluste machst. Aber du hast dieses Anstellungsverhältnis mit 60.000 Euro brutto. Wenn du jetzt 10.000 Euro Verlust machst mit deiner Selbstständigkeit, ist das überhaupt gar kein Problem. Weil du ja nur eine Einkommensteuererklärung machst, rechnest du in dieser einen Einkommensteuererklärung nämlich einfach alles zusammen. Und zwar einmal 60.000 Euro aus nicht selbstständiger Arbeit, dann beispielsweise aus selbstständiger Arbeit minus 10.000 Euro sind in Summe 50.000 Euro und dann musst du nur diese 50.000 Euro versteuern und nicht die 60.000 Euro. Der große Vorteil ist, du hast ja in jeder Gehaltsabrechnung, jeden Monat Abzüge gehabt auf ein Gehalt von umgerechnet 5.000 Euro, weil 5.000 Euro mal 12 sind 60.000 Euro und damit finanzierst du in gewisser Weise deine nebenberufliche Selbstständigkeit durch die Lohnsteuer, die dir jeden Monat abgezogen wurde. Der 5. Punkt, über den ich sprechen möchte, ist das ganze Thema steuerfreie Nebeneinkommen. Man liest im Internet einfach so unglaublich viele Tipps und Hinweise, dass man irgendwie steuerfrei nebenbei was verdienen darf. Und da möchte ich dir dringend sagen, nein, das gibt es so grundsätzlich nicht. Es ist sogar als nebenberuflich selbstständige Person deutlich schwieriger, steuerfrei Einkommen zu haben. Denn jeder von uns hat bei der Hauptsteuerart, also der Einkommensteuer, den Grundfreibetrag. Dieser Grundfreibetrag beträgt ungefähr 11.000 Euro. Das heißt, jeder von uns hat ungefähr 11.000 Euro pro Jahr steuerfrei. Wenn du jetzt aber nebenberuflich selbstständig bist, ist dieser Grundfreibetrag mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon durch deinen Hauptjob aufgebraucht. Das heißt, für deine Selbstständigkeit musst du ab dem ersten Euro Gewinn tatsächlich auch Steuern zahlen. Und zwar auch einen höheren Prozentsatz. Bleiben wir bei dem Beispiel, wir haben 60.000 Euro Bruttojahresgehalt, dann bist du ja schon in einem deutlich höheren Steuersatz und musst deswegen prozentual von den Gewinnen deiner Selbstständigkeit viel mehr Steuern bezahlen. Du kriegst da keinen zweiten Grundfreibetrag oder so. Und das ist, ja, ich möchte das jetzt nicht als Nachteil bezeichnen, aber wenn du keinen Hauptjob hast, sondern dich einfach nur selbstständig machst und das deine einzige Einkunftsart ist, dann kannst du natürlich erstmal 11.000 Euro Gewinn machen, bevor du Steuern zahlen musst, weil auch dann hast du natürlich diesen Grundfreibetrag. Den hat jeder von uns halt genau einmal. Aber für dich als nebenberuflicher Selbstständiger ist halt ganz, ganz wichtig, wahrscheinlich ist er schon durch deinen Hauptjob aufgebraucht. Und weil wir als Selbstständige natürlich nicht nur die Einkommensteuer bezahlen, möchte ich auch noch kurz auf die Umsatzsteuer und Gewerbesteuer eingehen. Bei der Umsatzsteuer gibt es eine Vereinfachungsregelung, die heißt Kleinunternehmerregelung. Da geht es aber immer um den Umsatz. Deswegen heißt sie auch Umsatzsteuer und nicht Gewinnsteuer oder Einkommensteuer oder so. Das heißt, da kannst du tatsächlich darauf verzichten, mit der Umsatzsteuer zu tun zu haben, bis zu einem Jahresumsatz von 22.000 Euro. Wie diese ganze Regelung funktioniert, dazu findest du unten in der Videobeschreibung noch vertiefende Infos. Da gibt es eine ganze Playlist. Schau dir die einfach an, wenn das eventuell für dich relevant ist. Das heißt aber, du kannst auf die Umsatzsteuer quasi verzichten bis zu einem Jahresumsatz von 22.000 Euro. Da geht es aber nur um deine Selbstständigkeit.
Das heißt, da funkt dir dein Hauptjob nicht mit rein. Genau das gleiche gilt auch für die Gewerbesteuer. Bei der Gewerbesteuer, das sagt der Name ja eigentlich schon, da geht es um dein Gewerbe und nicht um dein Anstellungsverhältnis. Das heißt, da geht es nicht um dein gesamtes Einkommen, sondern wirklich nur um dein Gewerbe, was du da hast. Deswegen zahlen Freiberufler auch keine Gewerbesteuer, weil die kein Gewerbe haben. Aber wenn du gewerbetreibend bist, dann musst du unter Umständen Gewerbesteuer zahlen. Allerdings erst, wenn dein Gewinn höher ist als 24.500 Euro. Das sind meine 5 Dinge, bei denen ich glaube, dass sie jeder nebenberuflich Selbstständige wissen sollte, bevor man startet. Wenn du dazu noch Fragen hast oder wenn es vielleicht Punkte gibt, wo du sagst, wieso hat der das nicht gesagt, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, da gab es ganz andere Punkte, die waren noch viel wichtiger, dann schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video und lass uns diskutieren. Und wenn du für deine nebenberufliche Selbstständigkeit gern Experten an deiner Seite hättest oder das richtige Geschäftskonto oder das richtige Tool, die richtige Software, um Rechnungen zu schreiben und so weiter. Da habe ich eine ganze Reihe von attraktiven Empfehlungen. Die verlinke ich dir alle einfach einmal hier. Schau da unbedingt vorbei oder schau unbedingt vorbei bei unseren weiteren Videos, zum Beispiel dem hier oder dem hier.